Wer kennt das nicht? Man hat diese Drucke, die echt nicht gut aussehen und man fragt sich, wie soll ich das überhaupt nochmal hinbekommen? Und wenn du dich das auffragst, dann bist du hier in diesem Video genau richtig, denn darum werden wir uns heute kümmern, wie kannst du deinen Drucker wieder so hinbekommen, dass er wieder ordentlich druckt. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Macorama.de und ja, ich muss gestehen, ich habe meinen Voron eine ganze Zeit lang vernachlässigt und ich habe jetzt gesagt, okay, bevor ich jetzt die nächsten Voron Low-Budget-Teile drucke, möchte ich das Teil zumindest mal so auf Vordermann haben, dass ich sage, ich bin mit der Qualität von den Drucken wieder zufrieden, denn er hat durch den Umzug wirklich sehr gelitten, muss man einfach sagen. Da war einiges verzogen und ich habe es eine ganze Zeit lang ignoriert, weil ich immer wieder den Druck hatte, Videos zu produzieren und gedacht habe, okay, ja, produzierst nochmal das Video, dann machst du es dann danach und dann auf einmal war irgendein Fehler dran, dann habe ich müssen was dran ändern, dann ist aber eher schlimmer geworden zum Teil und jetzt habe ich gesagt, okay, es muss sich jetzt was ändern, der muss wieder auf Vordermann gebracht werden, der muss wieder richtig justiert werden. Also fangen wir mal an und ganz ehrlich, das erste, was ich gemacht habe, war mal wieder die Gantry zu squaren. Das heißt also zu gucken, erstens, dass natürlich der Sensor funktioniert. Den habe ich erst kürzlich ausgetauscht, weil er kaputt gegangen ist. Da war ich dann gezwungen, quasi was dran zu ändern. By the way, ich nutze hier Alice Print Tuning Guide und der funktioniert nicht nur für den Voron, sondern auch für alle anderen Drucker. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann habe ich erst einmal geguckt, dass auch wirklich die Gantry wieder strikt nach Anleitung so ausgerichtet ist und so justiert ist, dass sie wieder schön im Quadrat steht. Das heißt also, dass nicht irgendwo eine Seite so ein bisschen versetzt ist und sowas in Richtung, also dass sich nichts verzogen hat. Die Schrauben nochmal alle kontrolliert und geguckt, dass da auch wirklich alles sitzt. Dafür habe ich vor allem die Schrauben erstmal an der Gantry nochmal gelöst und habe geguckt, dass ich dann wirklich freies Spiel hatte. Das heißt, alle Bells raus. Ich weiß, es ist bei dem Voron 2.2, es ist echt ein Krampf. Und ja, ich habe da echt lange rumgemacht, die Bells wieder später drin zu haben, richtig. Aber es hat sich gelohnt, würde ich sagen. Also ich bin dann hingegangen und habe geguckt, okay, hat es denn freies Spiel? Bewegt sich denn da irgendwas? Dehnt sich denn irgendwas aus, wenn ich nach hinten gehe oder nach vorne gehe? Zieht sich was zusammen? Irgend sowas in der Richtung, habe ich da vielleicht ein bisschen, naja, zu eng gearbeitet? Ist das denn alles schön im rechten Winkel? Zum Glück war es das und ich musste dann nur noch mal die X-Achse entsprechend noch mal ein bisschen justieren, dass die wirklich, wenn sie nach vorne fährt, vollständig, dass sie an beiden Ecken vorne gleichzeitig anstößt und natürlich auch das Ganze auf der Rückseite, dass sie hinten halt entsprechend anstößt. Das war schon ordentlich viel Arbeit, das hinzubekommen, weil das ist immer so ein klein bisschen so ein Feintuning, muss man echt sagen. Aber das ging recht gut. Man muss einfach nur wirklich die ganzen Schrauben an der Gantry lösen, alles zurechtziehen, dann wieder alles schön erstmal zusammenschrauben, gucken, ob noch alles passt und dann wirklich alles festschrauben und dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Dann kamen natürlich wieder die Bells rein, danach nochmal prüfen, ob dann auch mit den Bells alles in Ordnung ist. Und da habe ich nochmal einen kleinen Tipp für euch. Das gilt auch für alle unter euch, die einen anderen Drucker haben, außer einen Voron. Denn wenn man den Motor zu schnell bewegt und ihn angeschlossen hat, sollte man aufpassen. Es kann natürlich eine Rückkopplung geben und kann euer Board im schlimmsten Fall kaputt machen. Ich habe jetzt da den Motor ganz sachte bewegt und geguckt, ob einfach nur vorne alles widerstößt und ob die Bewegung relativ frei ist. Wenn ihr zum Beispiel mal einen Mini habt, also ein Pusa Mini oder ein i3 oder ein Ender oder irgendwas in der Richtung, wenn ihr es abklemmen könnt, macht es, damit ihr entsprechend nicht euch dort einen kurzen verursacht. Und wenn ihr es nicht macht, geht ein bisschen vorsichtig mit den Achsen um, damit ihr entsprechend dort nicht eine Rückkopplung erzeugt und dann euer Board kaputt macht. Denn dann müsst ihr ihn spätestens aufschrauben. Gut, das haben wir dann erledigt. Das heißt also, ich habe danach dann den Drucker wieder zusammengeschraubt, die Panels wieder dran, die Rückwand wieder dran, Filament eingelegt und dann haben wir endlich können losdrucken. Natürlich ist das Erste, was ich machen muss, wenn ich den Drucker zusammengebaut habe, richtig leveln. Zumindest mal gucken, dass beim Voron das Set-Offset stimmt. Und für Drucker wie den Prusa habe ich hier oben mal ein Video veröffentlicht über den Loctite-Mod. Der ist echt genial, den kann ich nur jedem empfehlen, der ein i3 hat oder auch ein Mini hat. Dort könnt ihr nämlich dann das Ganze richtig schön austarieren mit diesen neuen Schrauben, die ihr habt. Beim Voron habe ich den Loctite-Mod auch angewendet, nur hat der Voron halt 4 Punkte, auf denen er aufliegt und dann eine richtig schöne, fette, fein gefräste Aluminiumplatte drauf. Das heißt also, die sollte eigentlich mit den 4 Schrauben vollkommen eben sein. Und als ich dann auch wirklich das Set-Offset wieder neu eingestellt hatte und das alles funktioniert hat, habe ich den First Layer Test gestartet und der hat auch relativ gut funktioniert. Ich muss noch mal ein bisschen nachjustieren, aber im Großen und Ganzen war der Druck wirklich gut. Von dort aus habe ich dann entsprechend diese kleinen schönen Kacheln hier gedruckt.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, Maggie, wofür ist das da? Nun, ganz einfach, die sind dafür da, dass ihr euren Extrusion Multiplier richtig einstellen könnt. Und ihr seht schon, ich habe hier 100 drauf geschrieben, das heißt also, das ist 100%. Ich habe den Extrusion Multiplier vorher auf 1 gesetzt und dann bin ich hingegangen und habe im Brewster Slicer das Ganze 9-mal entsprechend multipliziert, das heißt also 9 Kacheln auf dem Druckpad verteilt und habe dann über Add Settings, also im Kontextmenü rechtsklick auf das Objekt, Add Settings, Filament und dort den Extrusion Multiplier ausgewählt und dann kann ich hier schön sagen, okay, ich möchte jetzt gerne auf 100%, 99% und so weiter und so fort. Das ist natürlich sehr komfortabel, weil man damit mit einem Druck quasi alle möglichen Tests ausdrucken kann und dann auch wirklich gucken kann, was passt denn jetzt zu meinem Drucker, beziehungsweise genauer gesagt zu meinem Filament, weil der Extrusion Multiplier ist natürlich ein filamentbasierte Einstellung. Und ich habe jetzt für mich auserkoren, dass ich irgendwas zwischen 97 und 98 bin. Damit war ich eigentlich an sich ganz zufrieden mit dem Testergebnis. Klar, es geht immer noch mal ein bisschen besser, aber für den Anfang habe ich gesagt, okay, reicht mir das erstmal. Von dort aus ausgehend habe ich dann diese lustigen Fischgrätmuster gedruckt. Und wer sich jetzt fragt, ey, was ist denn das für ein lustiges Muster? Nun, das ist ein Pressure Advanced bzw. Linear Advanced Test, mit dem ihr quasi den Druck einstellen könnt, mit dem euer Drucker quasi um die Ecke fährt oder auch bei Beschleunigungen oder Abbremsmanövern dann entsprechend arbeitet. Das hat einen ganz gewissen Grund, wenn ihr normalerweise kennt, ihr habt Drucker, wenn das noch nicht eingestellt ist, dann habt ihr Ecken, wo dann so ein ganz kleiner Blob an der Ecke ist, wo das dann immer so aussieht, als wenn da gerade sich so ein bisschen Filament gesammelt hätte. Oder aber auch, wenn ihr den Druck beschleunigt, dass dann eventuell das Filament abreißt an der Stelle, weil dann der Druck nicht ausreicht, um genügend Filament zu fördern. Oder aber auch, wenn ihr abbremst und dann natürlich zu viel Material nachgeschossen wird, dann habt ihr solche kleinen Blobs auf dem Druck. Und um das zu vermeiden, um das einzustellen, gibt es den Pressure Advanced Test. Den Link natürlich zum kompletten Guide packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das alles Schritt für Schritt schön durcharbeiten. Der hat nämlich auch ein Tool entwickelt, mit dem ihr diese wunderschönen Pressure Advanced Tests drucken könnt. Da könnt ihr wirklich variabel einstellen. Ihr habt die Drucktemperatur, ihr habt diesen Extrusion Multiplier, den wir gerade erst mit den Kacheln entsprechend eingestellt haben. Und ihr könnt es wirklich auf euer Filament, auf euren Drucker einstellen, auf die Dimensionen von eurem Bauraum und könnt dann sagen, okay, ich möchte den Pressure Advanced Test, wie jetzt zum Beispiel mal hier von 0,16 bis 0,36 durchführen. Das hat bei mir noch nicht gereicht. Ich bin dann irgendwo bei 0,89 irgendwo rausgekommen. Ganz wichtiger Hinweis aber für alle, die Clipper nutzen oder die schon entsprechend einen Pressure Advanced quasi einen Wert eingetragen haben, deaktiviert diesen Wert in eurer Konfiguration. Das heißt also bei Clipper in der Printer-Config oder in der Extruder-Config, wie bei mir zum Beispiel mal, bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, okay, ich deaktiviere das Ganze mit einem Hashtag vor diesen zwei Zeilen, die ich da schon drin hatte, standardmäßig. Und damit habe ich den Test durchgeführt, damit ich auch ein unverfälschtes Ergebnis habe. Macht ihr das nicht, basiert euer Ergebnis oder euer Testergebnis entsprechend auf dem bereits aktivierten Pressure Advanced Ergebnis. Und das wollt ihr natürlich nicht. Ihr wollt einen unverfälschten Test haben, weil ansonsten wundert ihr euch, wenn ihr das dann eingestellt habt und gespeichert habt, dass euer Druck dann am Schluss immer noch nicht richtig aussieht. Von dort ausgehend bin ich dann hingegangen und habe erstmal einen Temp Tower gedruckt und auch solche verschiedenen Würfel hier. Und die Würfel haben erstmal nicht wirklich schön ausgesehen, muss ich sagen. Also da bin ich auch noch nicht ganz zufrieden, da komme ich gleich nochmal zu. Aber ich habe erstmal hier solche kleinen verbrannten Stellen gehabt. Das sah wirklich absolut nicht schön aus. Die Oberfläche war absolut wellig. Ich glaube, den habe ich sogar zuerst gedruckt. Und da muss ich sagen, da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich gedacht habe, okay, so sehr kannst du doch das Ganze nicht verstellt haben. Und habe dann aber mit der Zeit gemerkt, okay, ich muss mich so Stück für Stück wieder an bestimmte Einstellungen rantasten, weil ich auch durch diese ganzen Guide-Einstellungen, die ich vorgenommen habe, auch nochmal einiges entsprechend zurückgesetzt habe. Und so musste ich mich wieder Stück für Stück an mein Filament rantesten, um dann mit diesen angepassten Pressure Advance und Extrusion Multiplier Einstellungen dann auch entsprechend das Ganze nochmal auf mein Filament zu tunen. Und ihr seht, ich habe einiges gedruckt und mittlerweile bin ich bei diesem Würfel hier rausgekommen, bei diesem Ergebnis hier rausgekommen. Ich bin auch immer noch nicht ganz zufrieden, wie dieser Würfel aussieht. Klar, Warping und sowas in Richtung habe ich nicht mehr. Ich habe aber immer noch so ein ganz leichtes Z-Wobble drin und auch noch ein bisschen Ghosting und das möchte ich natürlich auch nochmal loswerden. Das heißt also, der Drucker kommt nochmal an eine andere Stelle, wo er ein bisschen stabiler steht. Vielleicht kommt da auch nochmal so eine schöne Waschmaschinen-Dämmmatte unten drunter mit einer Waschbetonplatte, damit das Ganze auch wie hinten im Ultra-Enclosure mittlerweile, das Video dazu kommt auch
auch bald dann entsprechend schön entkoppelt und schön stabil steht und dort keine Vibrationen entstehen. Der Schrank, den ich momentan nutze und wo ich den Voron drauf stehen habe, der ist halt dafür, denke ich mal, absolut nicht geeignet. Zumindest mal nicht für so einen großen und so einen schweren Drucker. Und dann hoffe ich, dass ich dann nochmal mit dem Input Shaper die letzten Kleinigkeiten wegbekomme und dann fangen wir endlich an, die letzten Teile für den Low-Budget-Voron zu drucken. Da habe ich schon einiges gedruckt, wo ich sage, okay, das ist mir jetzt egal, weil das sieht man erstens nicht oder es ist halt hinten am Drucker befestigt und man sieht es deswegen nicht. Und vielleicht werde ich das ein oder andere Teil nochmal drucken, wenn ich sage, okay, ich habe noch ein bisschen was am Material übrig. Aber solche Teile wie zum Beispiel das Hotend mit dem Extruder und allem drum und dran möchte ich natürlich, dass es picobello aussieht. Und deswegen werde ich das noch mal ein bisschen Feintuning walten lassen, damit die Drucke auch wirklich für das nächste Video noch besser aussehen. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich weitergeholfen. Den Link zum Guide findet ihr unten in der Videobeschreibung, auch zu dem Cube hier, falls ihr den Link nicht findet. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonniert bitte den Kanal, Hodl the Line, Happy Printing und ciao!